In Riegersburg fand der 11. Vulkanland-Triathlon statt. Dieser Sportevent, veranstaltet vom HSV Feldbach Sektion Triathlon, lockte 300 Teilnehmer im Einzelbewerb sowie 15 Dreierstaffeln in die Südoststeiermark. Ja, wir sind der HSV Feldbach, also das heißt Heere Sportverein, wir sind der Großteil Soldaten und viele von uns machen eben gern Triathlon, machen gern Sport, sind bei solchen Sachen immer gern mit dabei. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir selber auch einen Triathlon. Und so sind wir eigentlich auf die Idee dann auch gekommen. Den machen wir jetzt schon zum 11. Mal. Wir haben jetzt nur ein Jahr haben wir mal ausgesetzt, eben aufgrund Covid. Da ist 2020 ist nichts gegangen, aber voriges Jahr haben wir es auch mit den ganzen Auflagen haben wir es geschafft, einen Triathlon zu machen und heuer auch wieder. Auf die Teilnehmer wartete ein anspruchsvoller Kurs im Schatten der Riegersburg. 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen standen dabei auf dem Programm. Also wir sind sehr stolz, dass wir am Montag bereits mit 300 Teilnehmern ausverkauft waren. Also das zeigt für unsere Qualität. Die Leute kommen sehr gerne her und dadurch sind wir sehr froh auf das und wir sind sehr stolz. Der Vulkanland Triathlon ist aber nicht nur eine Sport-, sondern auch eine Benefizveranstaltung. Für uns war immer das im Vordergrund, wir können Sport machen, wir können aktiv sein. Es gibt viele Menschen, die das nicht können und vor allem im Bereich der Kinder ist es immer eine besondere Herausforderung, wenn jemand sich nicht bewegen kann, wenn jemand nicht Gas geben kann und aktiv sein kann. Und genau da wollen wir unterstützen und deswegen sammeln wir das Geld, das wir als Reinerlös einnehmen, immer für eine Benefizgeschichte. In diesem Fall ist es heuer für die 4-jährige Lea, für die wir eben diesen Triathlon veranstalten. Bei den Herren war diesmal Florian Kantutsch nicht zu schlagen. Bei den Damen sicherte sich Lena Maria Eichner, wie im Vorjahr, den Sieg. Also wir ehren hier die steirischen Meister. Und natürlich gibt es ein besonderes Highlight und zwar die besten drei jeder Altersklasse sind qualifiziert für die Europameisterschaft in München für dieses Jahr noch. Also das ist der letzte Bewerb, wo man sich für diese Europameisterschaft qualifizieren kann. Und das in Riegersburg da zu haben, das ist auch eine große Ehre für uns. Umso besser, dass die Leute taugen, umso mehr Spaß macht es an, dass man dann selber wieder sagt, ja passt, wir tun uns die ganze Arbeit wieder an, weil da sind wir ja dann doch mehrere Wochen sind wir da gebunden. Aber das macht dann wieder Spaß und ja passt, nächstes Jahr gehen wir es wieder an. Großer Sport in der Südoststeiermark. Der 11. Vulkanland-Triathlon in Riegersburg.